Im Talk die beiden Beck-Kompakt-Autorinnen Christina Tabernik und Anke Quitschau mit ihrem Ratgeber Die ersten 100 Tage im neuen Job. Wie ist das eigentlich? Voller Eifer und Hochleistung durch die Probezeit. Komme ich mit Perfektionismus weiter? Als Jobeinsteiger ist man natürlich völlig motiviert, möchte seine Erfahrungen und Kenntnisse sofort umsetzen und einbringen. Doch wir raten dazu, erstmal ein wenig Verhalten vorzugehen. Nämlich wichtig ist zunächst mal Beziehungsaufbau zu den Menschen, die einen umgeben, und sich als sympathischer Mensch zu präsentieren. Das heißt, Fehler werden aus unserer Sicht am Anfang natürlich entschuldigt, aber Sympathie und falsches Auftreten, das kann man nicht wiederholen. Welche Fehler sollte ich also auf jeden Fall vermeiden? Als Au-pair sollte man unbedingt vermeiden, in den ersten Tagen zu spät in Meetings zu kommen, gleich über den nächsten Urlaub zu sprechen und Forderungen zu stellen, die unangemessen sind. Der zweite große Punkt ist das Thema Duzen und Siezen im Unternehmen. Also die Duzangebote kommen bitte immer von dem Ranghöheren oder von den Mitarbeitern, die länger im Unternehmen sind, nicht vom Job-Einsteiger. Und als dritten Punkt sagen wir, Image aufbauen ja, aber nicht am Anfang gleich zu privat werden. Und auch von zu viel eigenem Tatendrang gleich zu Beginn warnen die Autorinnen. Ja, viele Menschen, die neu starten im Job, sehen gleich, wo es fehlt, wo was verändert werden soll und wollen auch gleich ihre Ideen umsetzen. Da raten wir wirklich erstmal zu beobachten, was sind das für Prozesse, wer ist mit involviert in den Prozessen und eben genau diese Menschen auch an Bord holen, frühzeitig an Bord holen und sagen, das ist mein Vorschlag, da können Sie sich eine Verbesserung und eventuell auch seine eigenen Verbesserungen, ein Feedback bekommen, wie man es noch besser machen kann. Doch eine Garantie, sich mit allen neuen Kollegen zu verstehen, gibt es nicht. Als Neueinsteiger im neuen Job, denke ich mal, ist es nicht möglich, sich mit jedem sofort gut zu verstehen oder dass alle auf einer Sympathiewelle sind. Es ist auch nicht unbedingt nötig, würde ich mal sagen. Man sollte allerdings durch Smalltalk die anderen auch kennenlernen, die man nicht so gut versteht oder die nicht auf einer Wellenlänge sind vielleicht, aber hier nicht zu sehr auf der sich einzuschleimen, damit ist es nicht gemeint, sondern wirklich nur abtasten, wer ist mein Gegenüber und kann ich vielleicht etwas Sympathisches an ihm finden. Aber ich muss mich jetzt nirgendwo einschleimen.